Ich würde sagen, wir springen in unser Spiel, denn heute ist es Samstag und das bedeutet Mutant Year Zero, Road to Eden. Und ab dafür. Bam, 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 bam. Ich bin gespannt. Wir sind im Endgame. Jedenfalls habe ich das im Urin. 100% weiß ich es nicht. Ich wollte mich nicht spoilern lassen, deswegen habe ich nicht gegoogelt. Ja, dieses adaptive Musiksystem, wo am Anfang hier dieses Logo reinkommt, das ist echt cool, weil die Musik ist so schön dynamisch in dem Spiel. Die ist sehr, sehr gut. Angenehm in allen Lebenslagen. Was für einen Film schaust du denn, wenn ich fragen darf? Muss schauen, wie du weißt nicht, wie der Film heißt, den du schaust. Ach so, ist ein russischer Film in Originalsprache oder was? Nachnoi Dozor heißt der. Sorry, ich muss mir hier so ein bisschen für Knisterstimmung sorgen. The First Time. Klingt nach einem Liebesfilm. Oder nach einem Vampirfilm. Oder nach einem Knastfilm. Oder nach einem Drogenfilm. Hm. Waren wir schon shoppen? Ne, ich glaube, wir waren noch nicht shoppen. Doch, wir waren schon shoppen. Und normalerweise hätte ich die kompletten 172 Tacken ausgegeben für Medkits, aber wir haben hier irgendwas gesehen, auf das ich hinsparen wollte, richtig? Ich glaube, die Knarre hier. Ich glaube, ich wollte auf die Knarre sparen. Ist ein romantischer Film. Na, ist doch cool. Kenne ich nicht, habe irgendeinen drauf gemacht. Wo schaust du denn? Im Fernsehen oder bei Netflix oder Prime oder Hulu oder Disney Plus oder Paramount Plus oder Universal oder HBO, Netflix. Ey, Netflix hat die Preise angehoben, die Schweine. Ich meine, es war klar, dass es früher oder später passiert, aber hätten ruhig noch ein bisschen warten können. Bye now. Okay, wir gucken mal, wie weit wir mit 5 Medkits kommen. I know, right? So, eine Sache wollte ich noch machen. Und zwar, bevor wir jetzt hier weitergehen. Hier unten geht es ja weiter, ne? Wir müssen hier noch hin und dahin. Wir fangen in den Kultlanden an, nur um sicher zu gehen, dass wir dort alles haben. Hier haben wir noch einen unerforschten Schauplatz. Hinter dem Schloss der Lichter, der war Level 50, da könnten wir theoretisch auch schon hin, aber ich will natürlich hier hin, wo unser Hauptziel ist. Ich wollte aber vorher nochmal ganz an den Anfang, weil wir erinnern uns, als wir losgelaufen sind, sind wir an ziemlich großen Gegnern vorbeigekommen. Die waren, keine Ahnung, in den 30ern oder so und wir waren ja Level 1. Und deswegen haben wir uns an die nicht rangetraut. Da wir jetzt aber Level 50 sind und ein bisschen Erfahrung haben, würde ich die gerne noch mitnehmen. Ich weiß aber nicht mehr, wo die waren. Ich glaube, die waren hier. Gehen mal gucken, ob wir die finden. So, jetzt lass mich mal überlegen, in welche Richtung die waren.
Wir könnten eigentlich generell nochmal alle Levels kurz abgrasen. Zumindestens die Anfangslevel. Bei den letzten bin ich mir relativ sicher, dass wir alles gemacht haben. Aber bei den Anfangslevels würde ich gerne nochmal durchstöbern, ob wir zumindest alle Gegner gelegt haben, bevor wir dann ins endgültige Endgame gehen. So, wo geht's hier hin? Ich kann es nicht lesen. Da ist der Baum davor. Wie schlecht ist das denn? Keine Chance, das zu lesen. Was sagst du? Achso. Get over here. Was ist denn hier eigentlich auf dem Boden? Ah, das ist nur ein Schild. Da war doch noch ein Zaun mit einer Tür. Gehen wir da mal zuerst durch. Waren wir hier schon mal? Na ja, klar, da geht's zu Hammonds Hütte. Wir gehen mal zu Hammonds Hütte. Ich habe keine Ahnung, wo wir gestartet sind, ne? Ich kann mich nicht erinnern. Oh, sorry. Bäuerchen gemacht. Zwei Minuten im Spiel und das Spiel hat mich schon wieder in seinen Bann gezogen. Es ist einfach die Atmo. So, warte mal. Weiß nicht mehr, in welche Richtung die waren. Aber das war hier nicht. Die Umgebung sah ganz anders aus. Genau, ich erinnere mich an den Level. Ne, hier haben wir alles abgegrast. Genau, da ist ein Boot. Also die Brezeln zu essen, ja, so gut wie die schmecken. Aber das ist immer voll übel, wenn man reden muss. Weil die Krümel einem so im Hals stecken bleiben. Ah, guck mal, da haben wir noch Schrott verloren. Vergessen. Verloren. Ja, Schrott verloren. Gut, hat sich schon gelohnt. Ah, da ging's doch noch rein. Waren wir hier drin? Die Hochstraße. Ich glaube, wir waren hier drin. Ja, Höhle der Furcht haben wir auseinandergenommen, da bin ich mir sicher. So, Hammonds Hütte. Genau, da war ein Zelt. Da gab es Waffenteile. Genau, und da ging es hoch und da waren die, ich glaube damals waren die Level 15 oder so und wir waren Level 10, da haben wir uns nicht da hochgetraut. Genau, hier haben wir Serena abgeholt oder wie die hieß, heißt. Wir waren aber nie hier hinten. Das heißt, hier könnte theoretisch noch irgendwo was liegen. Hat da was geleuchtet? Ne, es waren Blumen. Okay, da ist noch eine Leiche. Aha! Da haben wir Schrott vergessen. Hat sich doch schon gelohnt, hierher zu kommen. So, und hier oben war unser erster richtig mieser Kampf. Wo wir Schwierigkeiten hatten mit dem. Hier haben wir das erste Mal einen Schamanen getroffen. Lustig, da gibt's eine. Seht ihr das? Da gibt's eine Stadt, die heißt Trollhättan. Trollhättan statt Manhattan.
Okay, nee, hier geht's ja dann in die Eisenbahntunnel. Da drüben hat eben noch was geblinkt. Nee. Da habe ich mich verguckt. Da oben waren wir auch. Nee, ich glaube, wir haben hier alles. Wo geht's hier hin? Ah, guck mal, da liegt noch Schrott. Ha! Sehr gut. Bam. Hat sich doch schon gelohnt. Genau, da ist Trollhättan. Na gut, dann gehen wir mal kurz auf die Karte. Tüp. Ich glaube, hier haben wir angefangen, bei Metallvogel. Ich bin mir nicht sicher. Sind wir, glaube ich, von Metallvogel nach östlicher Außenposten und dann zur Arche. Das war, glaube ich, unser Start ins Spiel. Ganz kurz. Genau, da stehen sie doch. Die habe ich gesucht. So, und dann speichern wir hier kurz ab. Speichern. So, Licht aus. Oh, jetzt sind die Stufe 55. Waren die vielleicht schon immer Stufe 55? Aber sie sind nur zu zweit. Und ich habe gerade abgespeichert, also theoretisch könnten wir trotzdem versuchen, die zu killen. Ist halt die Frage, bleiben sie nur zu zweit? Aber ich würde sagen, wir versuchen es einfach. Immer noch ein bisschen näher. In Deckung zu gehen brauchen wir nicht. Die haben ja einen Panzer dabei. Ich würde gerne meine Einheiten ein klein bisschen verteilen. Stellen ihn hier hin. Der Bomben geht noch ein bisschen näher. Upp. Und die Pharo schleicht sich mal hier so in die Ecke. Und dann starten wir den Hinterhalt. Weil ich weiß nicht, wie das ist bei dem Panzer, der kann ja auch diesen Sturmangriff machen, der einem niederschlägt. Und ich weiß nicht, wenn unsere Helden zu dicht beisammen sitzen, ob der dann zwei auf einmal niederschlagen kann. So, jetzt ist die Frage, wie gehen wir mit der Situation um? Ich würde sagen, wir fangen mit dem Bormin an und schlagen. Ach so, wir können den Panzer, glaube ich, nicht niederschlagen, ne? Da war doch irgendwas. Der Panzer lässt sich, glaube ich, der ist immun gegen Niederschlagen. Das heißt, es wäre sinnvoller, den Marodeur rauszunehmen. Genau. Oder wir heben uns das Rausnehmen noch auf. Wir ballern einfach alles, was wir haben, auf den Panzer. Übernehmen dann den Marodeur, hauen mit dem auch noch auf den Panzer drauf. Und wenn der Panzer down ist, machen wir den Marodeur down. So wäre jetzt mein Plan. So, wir haben hier aber nur 75%. Ich würde schon gern auf 100 gehen. So, der eine hat uns gesehen, das macht nichts. Bam, der erste Schuss war drin. So, du hast auch nur 75, dann gehst du auch mal darüber. Hier hast du 100. Magnus. So, erstmal schön drauf. So, der brennt. Brennen ist immer gut.
Wie viel hast du? Du hast auch nur 75. Dann gehst du mal ein bisschen näher. Dann wird er dich auch als Hauptziel nehmen. Bam, schöner Crit. Der hat gesessen. Oh. Nice Scheiße. Habt ihr das gesehen? Der hat versucht, Pharaoh rauszunehmen. Ist aber gescheitert. Wahrscheinlich liegt das an ihrer neuen Rüstung. Geil, der Marodeur hat verschossen. Hervorragend. So, du brennst dem direkt eins auf den Pelz. Und gekrittet und der Typ ist tot. Wie geil ist das bitte? Krass, und die sind 5 Stufen höher als wir. Okay, jetzt ist deine Zeit, Bormin. Du darfst jetzt hier hoch. Und jetzt darfst du den umnocken. Jetzt ist die Zeit. Bam. Der ist down. Jetzt gehen wir hier hin. Magnus, gib ihm. Boah, 13 Schaden gemacht. Geil. Okay. Magnus nimmt den easy raus und 2 Level 55er abgezogen. Oh, und wir sind Level 51. Das torpediert so ein bisschen meine Annahme, dass wir schon Max-Level hätten. Ihr seht mich einigermaßen verwirrt. Ich meine, gut, die Gegner waren 55, da hätte ich es mir herleiten können. Aber ich dachte verdammt nochmal, bei 50 wäre Schluss. Gruselig. So, erstmal den Schrott einsammeln. Dann gehen wir an die Kiste. Schön, das hat sich gelohnt. Bin mal gespannt, was für eine Waffe hier drin ist. Oh, I like surprises. Oh, ein Boomstick. Ja, sinnfrei. Brauchen wir nicht. Schade. Aber gut, ich sag's mal so, wie es ist. Diese Level 55er waren hier in den ersten Level hingestellt als ultimative Gegner. Ne? So wie man es oft bei manchen Spielen hat, wie zum Beispiel Dark Souls war ja auch so ein Kandidat. Direkt im Asylum bekommt ihr halt so einen Bossgegner vor die Nase, den man eigentlich nicht schaffen kann. Aber hier ist es dann halt so, dass wenn man die schafft, dass es dann halt eine schöne Belohnung gibt in Form von dieser Waffe. Und ich glaube, wenn man Level 1 ist, ist der Boomstick schon eine sehr, sehr geile Waffe. Wir haben halt jetzt schon Level 3 Boomstick, deswegen ist das für uns nichts. Guck mal, da haben wir noch Schrott vergessen. Also der Weg hier ins erste Level hat sich nochmal gelohnt. Und es hat Spaß gemacht, die zwei so easy wegzuhauen. Guck mal, da ist noch mehr Schrott. Ja, ich glaube, da war ich einfach noch nicht geübt genug. Da habe ich noch nicht so gesehen, was man einsammeln kann und was nicht. Und deshalb ist hier so viel vergessen worden. Was denn nun? Da stand untersuchen, ich habe X gedrückt, aber es ist nichts passiert. That's nice. So, okay. Dann laufen wir jetzt noch einmal hier den Rand ab. Aber das dürfte es wohl gewesen sein. Lass mich kurz speichern.
So, dann gehen wir mal kurz in unser Mutationen Dingens. 7 Punkte. Reicht leider nicht, um die nächste Stufe zu erreichen. Pharaoh hat 12 Punkte. Wir brauchen 16. Ja, wir brauchen 16. Bormin ist hier schon auf Max und hat auch nur einen Punkt. Da können wir nicht wirklich was damit anfangen. Okay, ach so, eine Sache wollte ich aber noch machen. Wenn wir schon mal hier sind, gehen wir auf Team. Wählen wir ihn aus. Gehen wir auf seine Mutation, weil der hat ja jetzt 20 Punkte verfügbar. Da können wir ja gerade mal schauen, was hier Sinn machen würde. Falls wir ihn nochmal einsetzen. Waffenreichweite. Doppelter Crit bei Schüssen aus Versteck. Das ist auf jeden Fall nice. Werde unsichtbar, bis du angreifst. Ah, das ist halt eher so semi-nice, ne? Aber wir können das machen. Doppelter Crit ist auf jeden Fall gut. Und wir können die Bewegungsrate noch machen. So, dann gehen wir kurz aufs Team und wählen Selma aus. Schauen, was bei Selma geht. 17 Punkte. Was ist das hier? 50% Crit bei Schüssen von erhöhter Position. Gut. Das ist eigentlich ganz gut. Und das hier ist Run and Gun. Ne? Run and Gun ist auch gut. Ja, wir nehmen das. Und nehmen die Granatenreichweite. So, dann sind die nämlich auch aufgelevelt, falls wir die nochmal einsetzen. Und dann porten wir jetzt. Kurzer Blick auf die Zonenkarte. Sollen wir vielleicht mal schauen, was hier unten los ist, bevor wir hier weitergehen? Nee, ne? Wir porten Kultlande, gucken, ob wir da fertig sind. Dann machen wir da unten weiter. Ah. Eigentlich hätte ich mehr Bock auf ein Bier gehabt. Naja, vielleicht später. Wie bei allen Levels laufe ich immer zuerst die Seiten ab, die Grenzen, weil sich da meistens das Loot versteckt. Kann man so als Faustregel für sich im Hinterkopf behalten, falls ihr mal das Spiel anfangen solltet. Es ist hier immer gut, nach rechts und nach links zu schauen. Da man ansonsten wertvolles Loot liegen lässt. Das ist natürlich nicht so wünschenswert. So, hier laufe ich relativ mit geschwellter Brust rein, weil wir haben hier eigentlich alles platt gemacht. Kann natürlich sein, wie in jedem anderen Level auch. Ugly thing. Look at these teeth. Why on earth would they build such a thing? Kann natürlich sein, dass es noch Dinge gibt, die wir übersehen haben. Canelo vs. Saunders. Ich grüße dich. Deinen Namen habe ich auf jeden Fall noch nicht gesehen. Okay, aber ich glaube, hier sind wir schon entlang getigert. Das kommt mir alles sehr bekannt vor. Okay, wo geht's hier hin? Hier geht's zur Krog-Höhle. Man bräuchte, vielleicht gibt es das ja, man bräuchte ein akustisches Signal, wenn eine Chatnachricht reinkommt. Aber das wird wahrscheinlich nerven, wenn es dann mehrere sind. Aber das müsste man ja ausschalten können. Weil manchmal, wenn ich so ruhig bin und bin ins Spiel vertieft,
Dann bekomme ich nicht mit, wenn neue Chatnachrichten da sind. Okay, ich glaube, hier haben wir alles abgegrast, ne? Bin mir fast sicher. Auch wenn eben dieser Mähdrescher noch anklickbar war. Ah, ist schon ein großes Areal. Vielleicht haben wir auch was übersehen. Das kann gut sein, doch. Wenn wir nochmal kurz das Gebäude abchecken, was da vorne ist. Okay. Haben wir hier? Ne, hier haben wir nicht Faro getroffen, ne? Das war in dieser Fabrik. Jetzt kann man aber nicht nach oben schauen. So, wir schauen kurz. Ne. Sieht so aus, als hätten wir alles. Dann lass mal in die Richtung gehen. Okay, cool. So, und hier geht's nach Himmelsspeer. Jetzt ist die Frage, wo gehen wir zuerst hin? Ich würde sagen Krockhöhle, weil das nicht auf dem direkten Weg liegt. Wir schauen uns mal an, was da abgeht. Erstmal schauen, was da für Gegnerlevel unterwegs sind. Mango Loco, ist einfach das Geilste. Aber super süß, ey. Am I going completely mental? Or is that the smell of grog? Sweet, delicious grog. Out here. Okay, ich glaube, ich kann es sogar noch einen Ticken lauter machen. Ja, hier sind überall diese Alkoholfässer. Ich glaube, wir speichern hier mal kurz ab, bevor uns was passiert. Dann müssen wir nicht mehr den ganzen Weg da laufen. Ups, sorry. Okay, das... May I introduce you to the Grog Den? They told stories about this place in my settlement. It was a big hall where the ancients drank their magic grog and sang songs about the sun. I can use some magic grog, you know what I mean? Okay, hier ist der magische Grog getrunken worden. Und hier haben sie der Sonne gehuldigt. Give me more of that grog. Oh, okay. I want a party till my head goes boom. Enough of that grog. We need to baptize the zone with old man fire. We need to make more firebombs now. We've got a mountain of firebombs over there. You want to make more? I want to burn it all. Not some. All. Burn it all. Okay, es sind nur Stufe 35er in Anführungszeichen. Sind aber Pyros und die machen Feuerbomben und wir wissen, dass Pyros sehr nervig sein können. Wir gehen jetzt einmal außen rum, weil ich hier den Roboter gehört habe. Den müssen wir natürlich zuerst platt machen. Weil, wir erinnern uns, der natürlich die Fähigkeit hat, verletzte Kollegen nochmal aufzuheben. Okay. So, wir werden jetzt... Ne. Warte mal. Ne, wir machen so. Faro schaltet den aus. Give up now and I'll go easy on ya. What do you think about that? Okay. Der ist ausgeschaltet, dann können wir jetzt mal einen Blick riskieren. Hier drin sind keine weiteren Gegner. Da oben muss einer sein. Und hier rechts waren die zwei. Wir versuchen den aber vorher zu töten, natürlich. Okay, wir haben 100% Trefferchance. Dann schießen wir direkt von da. Mit der Schallgedämpften. Hier genauso.
Wir gehen allerdings ein bisschen hier näher dran. Schießen mit der Armbrust. So, der Bot ist noch eine Runde down. Jetzt müssten wir die Armbrust nachladen. Okay, hat noch nicht gereicht, aber ich glaube. Okay, erst rein. Pharaoh hat ihn rausgeholt. Und ich glaube, es hat keiner gehört. Und jetzt sehen wir da oben am Bildschirmrand 1, 2, 3, 4, 5 Gegner, wo wir vorher nur 2 gesehen haben. Also es war auf jeden Fall sinnvoll, den Roboter rauszunehmen. Oh, sehr gut. Smells like grog, tastes like metal. I'm puzzled to say the least. So, ich laufe jetzt mit ihr erstmal scouten. Also hier ist ein Pyro. Den können wir vielleicht auch abgreifen. Der läuft hier relativ abseits von den anderen. Da sitzt jemand. Nee, das wird ein Skelett sein. Okay, ich dachte, da sitzt ein Boss, weil die ja immer so dicke Köpfe haben. Der arme Kerl ist beim Angeln draufgegangen. Oh, servus, grüezi und hallo, Fiona. Cool, dass du da bist, freut mich. Wie geht's dir? Was jippet Neues in der guten alten Schweiz? You fire-loving Pyro, listen to me. Don't light those Molotovs near the Grog. We'll all go kaboom. Yeah, cool. Taste the fumes, cool. Gonna light the flame to make the phoenix burn. Yeah! I'm telling you, keep the fires in your pants or I'll smash your brains in. I tell them I don't work with pyro ghouls and they give me pyro ghouls. Jacked up hotheads. Okay, also wenn ich das mal richtig deute, wird es sich hier bei den meisten Gegnern um Pyros handeln. Wir haben hier oben einen Schamanen. Der muss natürlich zuerst dran glauben. Oh, beinahe entdeckt worden von dem Jäger da oben. Okay, wir gehen mal hier außen rum. Alter, bin ich eben erschrocken. Das war ja super knapp. Ich habe den nicht gesehen. Okay, und bei dem Jäger ist auch noch ein Panzer. Very, very unangenehm. Also das kann schon echt hier ins Auge gehen. Oh nein, das ist Häuptling Pyra. Das ist nicht mal ein Panzer, das ist auch noch ein Häuptling. Und der Häuptling ist auch noch ein Schamane. Ja, bin leicht müde, meine Mutter hatte Geburtstag und da quatscht man ja gerne mal lang. Ja, bei mir auch. Eigentlich same, same. Bei uns hatte keiner Geburtstag, aber ich bin schon seit ja, 5:30, 6 heute Morgen wach. Und dementsprechend müde bin ich jetzt auch, deswegen auch hier mein kleiner Zockhelfer. Und ein bisschen Wegzerrung. Ja, aber sonst geht's gut. So, was mache ich denn jetzt? Ich würde sagen, wir fangen hier direkt mit denen an. Und gehen einfach auf den Häuptling. Der mit 24 zwar ziemlich viel HP hat, aber auf den kriege ich aber keine 100%. Warum kriege ich auf den keine 100%? Okay, ich gehe trotzdem mal vor. Okay. Dann gehe ich mit Bomben vor. Dann gehe ich mit Bomben auf den Häuptling los. Damit der seine Tröte nicht benutzen kann. Dann gehe ich mit Magnus nach vorne.
Dann nehme ich mit Magnus den Jäger an mich. Dann schieße ich mit Pharaoh auf den Häuptling. I'm the hero, you're the zero. Crazy. Okay. Und dann schieße ich mit dem Jäger auf den Häuptling. Und der Häuptling ist down, sehr gut. Okay. Und der erste Pyro. Na. Pyros sind einfach nervig. Ja, aber es ist okay. Wir haben ja ziemlich viel HP. So, jetzt lass mich kurz überlegen. Lass mal mit dem Magnus zuerst ziehen. Ja, genau, der geht da rein. So, wir nehmen die dicke Wumme. Sehr schön. So, Pharaoh, du machst es mir nach. Weil die Idee ist gar nicht so schlecht, hier rüber zu gehen. Außer Reichweite von den anderen Pyros. Du ballerst den weg. Okay, und unser Jäger, der geht hier hin. Kann halt keinen von denen treffen, das ist blöd. Da könnte der aber hinsprinten. Warte mal, wie lange habe ich den denn noch? Sehe ich das irgendwo? Ah, den habe ich eh nur noch eine Runde. Den habe ich nur noch eine Runde. Dann machen wir es anders. Der verbraucht... der verbraucht ja dann einen von unseren Heildingern. Das ist blöd. Das ist so blöd. Was mache ich mit dem? Ich kann den nicht sinnvoll einsetzen. Das ist total blöd. Okay, wir gucken trotzdem. Okay, immerhin. Der Film war langweilig, okay. Tut mir leid zu hören. Naja, dafür bist du jetzt noch ein bisschen da. Und triffst du morgen, du weißt schon wen. Oh, den Schuss hat man nicht gesehen. Manchmal ist die Kamera echt broken. Okay, Molotow kommt. Molotow trifft aber nicht, doch. Okay. Wir haben jetzt den Jäger hier oben. Lad mal kurz nach. Der Jäger juckt mich eigentlich nicht, weil der wird eh abhauen. Schieß lieber auf den da unten. Okay. So, Magnus, du musst jetzt aber mal hier in den Kampf eingreifen. Du darfst dann jetzt auf den Jäger schießen. Und Pharaoh, du bist natürlich am Arsch der Welt. Du darfst den Jäger wegputzen. I am the beautiful weapon. Great work. Oh, okay. Naja gut, ein bisschen Freiheit muss auch mal sein, ne? Damn it. That hurts.
Sind eure Schulen eigentlich jetzt die ganze Zeit zu, oder? Wie läuft das da jetzt weiter? So, Pharaoh, du kannst mal hier... Wo ist denn hier eine Leiche? Ah, da ist die Leiche vom Häuptling, ja. Dann frisst mal. Okay, Pharaoh ist voll. Bormin hat keine Schusslinie. Auf keinen von beiden. Das heißt, Bormin muss laufen. 25% ist natürlich wenig. Naja, war besser als nix. So, wir schießen. Sehr schön. So, Magnus, du musst auch hierher. Magnus hat eine gute Sicht. Just a flesh wound, I think. I don't know. Okay. Nächste Woche noch zu. Naja, dann ist es halt so, ne? Ich weiß, du gehst gerne in die Schule. Ja, aber echt. Ja, ist schon schön, wenn die Schule endlich vorbei ist. Aber arbeiten gehen zu müssen, ist natürlich auch nicht immer schön. Da wünscht man sich dann manchmal die Schule zurück. Ah, wieso komme ich denn da nur mit... Wieso komme ich denn da nur mit Sprinten hin? Gibt's hier gar keinen Weg runter oder was? Da. Sehr schön, ja, so ist doch viel besser. So, Bormin, mein Lieber, was mache ich mit dir? Du kannst doch auch hier runter eigentlich. Hier so hin? Zack, direkt neben den Typen. Und dann kannst du dem doch hier so ein Ding verpassen. Bam! Und da ist der down. So. Dann kommt hier unser Kollege. Gute alte Magnus, MVP. Und der ballert den weg. Bam! Easy. Easy peasy. Easy peasy lemon squeezy. Ach, was für ein leichtes Level. Auf easy. It's a stockpile of Molotov cocktails. Could cause a bit of mischief, these. ASMR. Okay, cool. Das war sehr, sehr erfolgreich. Ich darf nicht okay cool sagen. Mein Handy denkt, ich würde okay Google sagen. Dummes Handy. Hör auf. So, jetzt müssen wir... Schon wieder habe ich hier ein Brezel im Hals. Das ist doch echt übel. Oh, May. We're low on supplies. Let's get some more. There's some good scrap out there. I bet we can find some. Ja, vor allem in dem Riesenlevel muss ja irgendwo was rumliegen. Wo geht's da hin? Oder kommen wir von da? Ich glaube, wir kommen von da, ne? ASMR mit Husten. Jedes Mal, wenn ich mich hier an den Brezeln verschlucke. Also so wirklich viel Loot ist ja hier nicht, ne? Da oben war noch die eine Leiche. Der habe ich, glaube ich, nicht...
thought they made hats out of paper. What is it doing on the floor? Is it growing? Krass. Okay, da drüben ist noch ein Computermonitor, den können wir mitnehmen. Da liegt auch noch was. Noch ein Molotow. Ey, ich bin ja echt bis zum Rand voll mit Molotows. Wann habe ich eigentlich das letzte Mal eine Granate geworfen? Lass mal schauen. Die haben alle. Haben alle Granaten. So, hier ist clean. Clean, clean, clean. Da liegt noch was. Fischmaß-Rechnung. Fischmaß-exklusive bäuerliche Fairtrade-Brauerei. Organische und ethisch einwandfreie Mikrobrauerei mit 80er Jahre Post-Punk-Charme. Rechnungsnummer 000018. Fröhlicher Guppi. 75 Sek mal 2. 150 Sek. Wir sind in Schweden, ne? Schwedische Kronen werden das dann sein. Kloblocker Braunbier. Asozialer Theatergast. Laktosefrei. Geile Namen für Getränke. Vegane Erdnüsse. 10 schwedische Kronen pro Erdnuss. Gesamt ohne Bedienung 3630 schwedische Kronen. Vielen Dank. Sehr schön. Immer wieder erheiternd. Hä? Hat der Monitor nicht vorhin geleuchtet? Doch. Wollte gerade sagen. Oh, yeah. Oh, eine Truhe. Oh, was bist du denn Feines? Elysium LR678. Eine Schnellfeuer-Laserwaffe der Enklaven mit einer enormen Zerstörungskraft. Gerüchten zufolge wurde sie tief unter dem Boden gefunden. Chronist Aventus. Da werden wir doch gleich mal schauen. Heute um 5.20 Uhr ging auf einmal die Sirene bei uns los. Ich hätte kotzen können. Ich bin so müde gewesen heute Morgen, weil ich wegen dem Mist aufgewacht bin. Ja, bei uns war es so ähnlich. Nur die Sirene war meine Freundin und ist auf die Toilette gegangen. Und danach konnte ich nicht mehr pennen. Da war Feierabend. Ja. Und dann kam kurz drauf der Hund, wollte raus. Und ja, das war dann mein Morgen auch so um 5:30 gestartet. Wann waren die Sirenen? 5.20 Uhr, ja? Das ist doch fast parallel dann gewesen. Fühle ich, ja. Ey, manchmal ist es einfach so. Aber ich hasse das auch, dann ist man eigentlich zu müde, um aufzustehen und pinkeln zu gehen. Wenn man aber nicht pinkeln geht, kann man nicht weiterschlafen. Und wenn man dann pinkeln geht, ist man so wach, dass man nicht mehr einschlafen kann. Also es ist ein Teufelskreis. So, 3 Uhr pinkeln. Ist noch okay. Kann man noch mal einschlafen. 4 Uhr pinkeln. Gerade noch akzeptabel. Alles, was nach 5 Uhr ist, wenn man eh zwischen 6 und 7 aufsteht, ist einfach tödlich. Absolut tödlich. Ups, da bin ich vor lauter Labern am Schrott vorbeigeschrottet. Defekte Waffe. Ey, das Ding hier, das lohnt sich ja voll, hierher zu kommen. Genau, wie man es macht, ist verkehrt, sagen wir immer. Und noch mehr Schrott. Ey, ich bin ein reicher Mann. Na, guck an, ich bin ein reicher Mann. Das ist so wahr. Keine Ahnung, was das für ein Dialekt war. Vielleicht. So, wie heißt es? Schwäbisch? So, wir haben hier alles abgelootert. Glaube ich. Zeit ins Inventar zu schauen. Und zwar, als ich die dicke Wumme eben gesehen habe, ist mir direkt er hier eingefallen mit seiner Donnerbüchse, weil er hier macht 10 Schaden pro Schuss und hat einen sehr hohen Crit. Sie hier macht 11 Schaden und er hier macht nur 9. Das finde ich ein bisschen dünn. Deswegen würde ich ihm gern... Du gehst jetzt schlafen. Müde wegen der Kacke. Und du hattest heute Garteneinsatz. Oh, hattet ihr schönes Wetter? Bei uns war es ein bisschen durchwachsen. Na gut, dann würde ich sagen GN8 auch an dich. Schlaf schön. Schön, dass du trotzdem da warst, obwohl du so müde warst. Und ja, vielleicht sehen wir uns morgen oder die Tage mal wieder. Ja, scheiße, ne? Gutes Wetter, wenn man was im Garten zu tun hat.
Na gut, mach's gut, träum was Schönes. Und ja, sag mir einen schönen Gruß, wenn du mich in deinen Träumen siehst. So, was machen wir? Also, die Donnerbüchse hat 9 Schaden, 11 Crit, 15%. Die hat 10 Schaden, 11 Crit, 15%. Die hat 2 Schuss, die hat 4 Schuss. Die hat eine Reichweite von 8, die hat eine Reichweite von 14. Kann Deckung zerstören, also sie hat den gleichen Perk drauf. Wir wären absolut bescheuert, wenn wir die nicht nehmen würden. Das heißt, wir rüsten die aus, gehen aber nochmal zurück. Du hattest heute auch gutes Wetter. Ja, bei uns ist irgendwie so durchwachsen. Es war gar nicht kalt, es war richtig warm heute, aber halt zwischendurch immer mal so getröpfelt. Und gestern war es ganz krass. Gestern war es wunderschön morgens. Auf einmal ist es dunkel geworden, so richtig so Endzeitstimmung. Die Wolken sind so von den Seiten so wie so ein Vorhang zusammengefahren, bis man nichts mehr gesehen hat. Und dann kam ein Schutt runter, als hätte jemand den Wasserhahn aufgedreht. Und dann hat es irgendwie so eine halbe Stunde richtig gestürmt und geschüttet wie aus Eimern. Ach, guck an. Sorry, jetzt habe ich mich selbst unterbrochen. Geschüttet wie aus Eimern. Und danach war heller Sonnenschein und alles war toll. Ich sehe gerade zum allerersten Mal, dass man hier Mutationen auswählen kann. Ich spiele das Spiel jetzt schon fast 20 Stunden und ich sehe jetzt erst, dass man hier andere Sachen auswählen kann. Und das hier muss man wahrscheinlich erstmal freischalten. Dann kann man 3 Mutationen mit sich rumtragen. Und mir ist auch jetzt erst aufgefallen, dass die unterschiedliche, hier zum Beispiel Sechseck, Quadrat, Kreis. Okay, warte mal. Ren und Peng benutze ich sehr, sehr selten. Aber hier kann man 2-mal schießen mit nur 1 AP. Dann nehme ich doch das. Ist doch viel geiler als Ren und Peng. Scheiße, bin ich blöd. Gestern hatten wir bis etwa Mitte Nachmittag komisches Wetter und danach sonnig. Ja, aber bei uns genauso. Wohnst du auch in der Schweiz? Also ich bin ja ein Aargauer, nicht, was viele nicht wissen. Ich wohne ja seit vielen, vielen Jahren im Aargau und nein, Spaß. Aber die habe ich mir gemerkt, die Aargauer. So, dann schauen wir doch mal kurz, weil den Perk hier benutze ich ja nie, diesen scheiß Katzen-Perk. Dann haben wir einmal Run and Gun und einmal 100% Crit. Ja, Mann. Und das Kugeln aufhalten, das benutze ich aber. Ja, das benutze ich. Und das Übernehmen benutze ich. Hier ist der Kettenblitz, der auf gruppierte Gegner überspringt. Das ist schwierig, ne? Die sind beide geil. Also das Gegner übernehmen ist ja auch großartig, aber Kettenblitz ist natürlich auch fett. Ich glaube, wir nehmen mal für eine Runde den Kettenblitz mit. Gucken mal, wie der sich so spielt. Ey, wie es mich aufregt, dass ich jetzt erst das bemerkt habe, dass man hier Mutationen durchwechseln kann. Ich bin echt ein Idiot. So, das ist gut. Was gibt's hier? Schießen mit 1 AP auf mehrere Ziele ist auch geil. Das ist auch cool. Revolverheld. Das können wir auch mal mitnehmen. Doppelte Crit-Chance bei Schüssen aus Versteck. Okay, das ist immer aktiv. Aber wieso hat Bormin nur 2 und die anderen haben alle 3? Ha, ich weiß warum. Weil wir noch keine von den Runden für ihn freigeschaltet haben. Das ist ja interessant. Das ist ja interessant, du. Manuel der Aargauer, genau. Stopp. Nicht raus. So, also wir haben bei ihr den Revolverhelden. Wobei ich sagen muss, dass Maschinen ausschalten schon extrem stark ist. Aber ich nehme jetzt mal den Revolverhelden und schauen wir, wie der ist. Bei ihm habe ich jetzt... Ne, die Eisenhaut ist kacke. Genau, bei ihm habe ich das. Das gibt's nicht. Bei ihm habe ich Elektro, das und das. Okay, dann noch ganz kurz in die Mutationen. 9 Punkte verfügbar. Das heißt, wir können hier auf die nächste Stufe. Bam. Bei ihr haben wir 14 Punkte. Das reicht noch nicht ganz. Und bei ihm haben wir 3. Das reicht für gar nichts. Okay, cool.
So, dann porten wir kurz in die Arche. So. Arche. In den Aargau. Kurz nach Hause in den Aargau geportet. Und ja, kurz so. Ja. ASMR. Kurz in die Bastelstube. Oh geil. Gerade angefangen zu essen und zu reden. 3 Zuschauer verloren. Wenn die Anzeige stimmt. Das war lustig irgendwie. Ich bin einfach so ein Publikumsliebling. So. Wir schauen kurz. Ohne mit der geschossen zu haben, machen wir die jetzt erstmal auf Stufe irgendwas. Achso, Moment, was haben wir hier? Plus 15% Crit. Das klingt gut. Und ein Schadensmodul haben wir. 2 zusätzliche Crit. 30% Chance, Gegner zurückzuwerfen. Ast rein. Genau. Die haben ASMR gehört und sind direkt abgehauen. Die haben gedacht, was? Ist ein ASMR-Kanal, ich muss weg. Ach, Nase läuft, sorry. Meine Pollenallergie ist im Moment fast auf dem Maximum. Zumindest was die Augen und die Nase angeht. So. Dann machen wir die auf Stufe 2. Dann macht die jetzt schon 11 Schaden. Ja, das kann nur gut sein. Dann gehen wir jetzt kurz hin und zerlegen die hier. Jupp. Feldwechsler haben wir auch nie benutzt, ne? Weil die nur 6 Schaden macht. Und die hat halt keinen besonderen Dings. Zerlegen wir auch. So. Dann haben wir noch die Rohrkanone, die aber nur cool ist, weil sie robotische Gegner lahmlegen kann. Ansonsten macht die auch viel zu wenig Schaden. Wir könnten auch mal kurz hier reingehen. Die Aufsätze rausnehmen. Und dann könnten wir auch die zerlegen. Jupp. So. Jetzt haben wir nichts mehr zum Zerlegen. Außer die Donnerbüchse. Die könnte man auch zerlegen. Mal kurz das hier ab. Das hier ab. Chance, in Brand zu stecken, ist halt auch geil, ne? Das wäre auch cool für die Dings. Dann zerlegen wir die auch, weil die neue Laserkanone kann genau das, was die auch kann. Und dann können wir damit die Laserkanone auf Stufe 3 bringen. Bam! Jetzt macht die 15 Schaden, wenn sie crittet. Und 12, wenn nicht. Und hat eine 30%ige Crit-Chance. Das ist natürlich fettestens. Was haben wir hier noch? 20% mehr Reichweite, 10% Crit-Chance. Okay, nee, das ist das, was wir haben mit den 15% Crit besser. Und hier hatten wir zurückwerfen, ne? Plus 2 Crit, 1 Crit, 1 Crit. Ja, 2 Crit oder... Oder Verbrennen-Chance ist natürlich auch cool. Schwierig. Ich glaube, ich nehme die Verbrennen-Chance, weil ich brennende Gegner einfach mag. Ich mag, wenn meine Gegner brennen. Es sieht einfach schön aus und macht immer was her. So, dann gehen wir noch kurz zur Prips Bar und gucken, ob wir... So, eventuell könnten wir das hier holen. Ach so, verlängert Verblutendauer um 2 Runden. Wir haben aber nirgends den Perk, dass wir jemanden zum Bluten bringen können. Deswegen sparen wir uns das. Okay, dann würde ich sagen, nächster Halt, Himmelsspeer. Da habe ich ein bisschen Schiss in der Buchs, vor allem wenn ich sehe, dass da nur so Bosse rumstehen. Vielleicht sollen wir erst schauen, was hier los ist. Wir porten mal
Schloss der Lichter und gucken, ob wir in dieses Gebiet da unten können. Und der Papa holt sich gleich ein Bier. Fiona, bist du am Start oder was? Mein Fruchtsaft geht nämlich dem Ende entgegen. Danach hätte ich gern irgendwas mit Geschmack. So, wir speichern hier ab. Du hast noch eins. Ja, dann würde ich sagen, der Papa macht ganz kurz einen auf AFK. Dann gehe ich mal eine Pipi-Pause machen. Schön hoch in Aargau und mal einen abseilen. Und dann hole ich mir auch so ein kühles Blondes. Beziehungsweise ein kühles Dunkles. Und dann wäre ich in 2-3 Minuten wieder am Start. Wie sieht's aus? Alle Mann einverstanden? Alle Mann einverstanden. Ist jetzt auch viel zu spät für eine Widerrede. Also bis gleich. So, da bin ich wieder.
Boah, hat ein bisschen länger gedauert, weil ich den Weg zweimal gegangen bin. Kennt ihr das, wenn ihr schon von irgendwo auf dem Rückweg seid und dann das OCD kickt und ihr denkt, oh shit, ey, hab ich den Kühlschrank eigentlich zugemacht? Ihr seid euch 100% sicher, dass ihr den zugemacht habt, geht aber trotzdem zurück und drückt nochmal, um zu fühlen, ob er zu ist. Ekelhaft. So. Schön. Nochmal Mucke auf die Ohren. Und heute ab nach Irland. Ich habe einen Guinness dabei. Die AFK-Mucke macht müde. Oh, sorry. Die ist aber extra so gewählt, dass sie so sphärisch ist und ein bisschen gechillt. So, heute ein Guinness. Leider kein dunkles. Ich habe nur das hellere. Ja, das riecht leider nicht so geil wie das dunkle. Ja, ab und zu mal was Irisches, muss auch sein. Ich wollte eigentlich nochmal ein belgisches, aber ich hatte jetzt die letzten Male einfach zu oft belgische Biere. Und deswegen gibt es jetzt ein Guinness Extra Stout, Dark and Lively. So dark ist es doch gar nicht. Ah, für ein Guinness ist es relativ hell. So, keine Produktplatzierung an der Stelle. Toby Skull. Oh, salut mon frère, ça va? That's about it. That's as much French as I can speak. Which is weird, because my mom's French, but we never spoke French at home. We always spoke German. So, Toby Scott, bonjour. Prost. Was heißt ein Prost auf Französisch? Enchanté? Nee, wie sagt man denn? Obi-Wan Kenobi. Oh. Es ist einfach nicht so geil. Ja, da kommt der Franzose, genau. On my way! Cheers! Oh ja, sorry. Prost. Kling! Ça va, Tobi? Qu'est-ce que tu fais ici? Watching someone eating. ASMR. My cousin's name is Toby, so that's pretty funny. And he's not here tonight, so you might want to replace him. Let's go back in game. We're ready to rock and roll. Will you defuse the SNL? Oh, cause my stream is called Saturday Night Live. That's okay. I think I understand what you mean. I always call my streams on a Saturday Night Live, so it has absolutely nothing to do with that American talk show. It's just, yeah, it's Saturday, it's night, and it's live, so I think I'm okay to use that title just for tonight. So, let's check out. Do you understand German at all? Because this is actually a German stream. Because my French is worse than your English. Aber ich glaube, Fiona spricht auch Englisch, Französisch und so, ne? Geht bei dir auch Französisch nicht so arg, ne? Hatte ich dich, glaube ich, schon mal gefragt, weil es ja in der Schweiz so viele Frankophone gibt. Aber ich glaube, du warst nicht so Franco-affin, ne? Englisch, ja. Okay, so Fiona speaks English, so we can speak English as long as you're here, Toby. That's not a problem.
And you can even post in French, and yeah, we can handle it, I think. My French is not the best, but some words I understand. Just try your luck. Mais je ne peux pas parler français tout le temps parce que I don't remember enough words to keep going in French. So, wo ging's denn weiter eigentlich? Wir suchen den Weg hier runter. Das heißt, der Ausgang muss im Süden liegen. Oh, this way. Okay, then let's go this way. Let's go. These rays of light scare me. They don't do jack shit, they're just deco, but... Okay, I'm on the wrong way. Hey, was soll das heißen? Mon français c'est superbe. Oh, da oben steht einer. Ach so, aber die sind ja freundlich gesinnt, weil wir den. Ach so. Those are not enemies, even if they look like enemies. Because we made a mission that made them very happy. And I'm searching for a way out of here, and I thought it's here, but it's not. Oh, there it is. Die Unerleuchteten? Warte mal. Nee, das ist ja hier hoch. Wir müssen genau in die andere Richtung. Genau in die opposite direction. Ah, und hier liegen noch Waffenteile. Weapon parts. There you go. So yeah, my French used to be pretty good when I was in school, in high school. And I went to France for exchange. I don't know for how long. Just a couple of weeks, but yeah, my English was way better back then. My French was way better back then. My English now is probably way better than during my time at school. And it's funny because the first English year was pretty hard, and then I sat next to an Irish girl who later became my best friend, and we always spoke English, so the other pupils couldn't understand what we're talking about. And that's how I learned English. So I'm unsure. We're going back, right? Yeah. How the fuck? So that's... There must be one more way, but I can't find it. Where can it be? Tell me, mon frère, tell me. Please help me out here. Anyone. Toby. Are you still there? If you're French, do you know Shuriken? Shuriken. Comme un samouraï. So, seid ihr jetzt eigentlich Freund oder Feind? Die sind ja Freund und die kann ich nicht angreifen.
Ja, kann sein. Vielleicht sprechen wir einfach wieder Deutsch. Dann haut er wahrscheinlich sowieso ab, weil es ihm zu lahm wird. Warte, ich kann sehen, ob er noch da ist. Nee, kann ich nicht. Weil bei manchen sehe ich nicht, dass sie am Chat teilnehmen. Also von vielen sehe ich einen Namen. Deinen Namen sehe ich auch im Chat, wenn du da bist. Also bevor du was schreibst, kann ich oben am Chat Teilnehmer klicken und dann sehe ich dich. Aber es kann sein, dass ich nur Teilnehmer sehen kann, die mir folgen oder mich abonniert haben. Und da er das nicht hat, oder vielleicht liegt es auch irgendwie an den Privatsphäre-Einstellungen oder so. Aber ja, wenn er Franzose ist, kennt er Shuriken wahrscheinlich und hat vielleicht deswegen draufgeklickt. Ja, so ein Mist. Ich habe keine Ahnung, wo es hier runtergehen soll. Obwohl der Zonensmog in dieser Region sehr dicht ist, muss er sich lichten und seine Geheimnisse freigeben. Wenn du Ruhm suchst oder sterben willst, solltest du in der Gegend einen Besuch haben. Ja, will ich. Aber ich finde die Gegend nicht. So, warte mal. Hier war ich drin, ne? Da ist nichts. Da ist ja ja nichts zu sehen, doch. Was ist das denn hier für eine Scheiße? Wir laufen seit vielen, vielen Jahren im Kreis. Da ist wieder die Unerleuchteten. Das geht hier hoch. Das bringt gar nichts. Hier oben ist ein großes Fragezeichen. Aber da führt kein Weg hin. Vielleicht führt da aber später noch ein Weg hin. Man weiß es nicht. So, also, guck mal. Die Unerleuchteten geht nach oben raus. Dann müsste doch genau gegenüber von diesem Ausgang, also wenn ich mich um 180 Grad drehe, müsste doch der andere Ausgang zu finden sein. Oder etwa nicht. Fiona, du so als Schweizer. Ihr habt ja viel Berge und so. Ihr müsst doch ein unwahrscheinlich krasses Orientierungsvermögen haben, damit ihr euch da nicht verlauft. Wo muss ich lang? Es kann doch nicht dein Ernst sein, dass du mir nicht sagen kannst, wo ich lang muss. Guck mal, hier ist alles zu, ne? Hier geht's nicht lang. Aber hier geht's nach unten. In die Finsternis. Hier ist aber meines Erachtens eine Sackgasse. Da ist eine Scheiße da. Und wenn ich jetzt hier weitergehe, dann komme ich wieder unweigerlich an diesen anderen Ausgang Richtung Metallfelder. Ja, aber diese Zuschaueranzeige stimmt ja sowieso nie. Und zwar kriege ich am Ende, wenn der Stream vorbei ist, bekomme ich ja immer so eine Übersicht. Und oh ja, Games to Sleep to. Guten Abend, mein lieber Dudebär. Was lustig ist, wir hatten eben jemanden da, der war Franzose, wie unsere Cousins und Cousinen, und der hieß Tobi. Da musste ich schon ein bisschen schmunzeln. So, ja, das so ist das ja nix. Jetzt sind wir hier in Metallfelder. Wir wollen aber hier runter, Fiona. So wird das nix. So wird das nichts. Und siehst du, es steht immer noch ein Zuschauer da, obwohl Fiona am Start ist, Dudebär am Start ist, vielleicht Tobi am Start ist, jemand nach der iMally Twitch heißt, am Start ist. Also diese Zuschaueranzeige, die ist einfach Fuppes. Also wie gesagt, am Ende, wenn der Stream vorbei ist, bekomme ich immer diese Auflistung, wie viele Zuschauer da waren. Und Tobi, nie gehört. Ja, komischer Name auch. Wer heißt so? Kein Mensch. Höchstens. So, also, keine Ahnung. Hier ist Sackgasse. Ich kann nur hier rein. Nach meinem Gefühl müsste der Eingang auf der linken Seite liegen. Hier ist aber alles zu. Und wir sind hier schon. Hat er eben was aufgeleuchtet?
Nee, sah nur so aus. Der Kegel der Schein der Taschenlampe hat mich verwirrt. Ja, und hier geht's ja nur hier hoch. Hoch, hoch, hoch. Hoch, hoch, hoch. So, hier geht's dann nochmal nach da. Hier geht's nicht rein. Eine Sackgasse nach der anderen. So, wir laufen jetzt einfach am Rand entlang. Es wird schon irgendwann was kommen. Oh, was stehen denn hier für Lumpen? Nee, das sind doch die Schlechter von ihm hier. So, warte mal, dann gehen wir jetzt mal hier geradeaus. Ich finde es so scheiße, dass man keine Zonenkarte hat, wo man sieht, wo man sich gerade auf der aktuellen Karte befindet. Wir gehen jetzt hier mal geradeaus. Auf der Hauptstraße. Aber ich glaube, die endet da vorne einfach abrupt. Ja, exakt. Die ist hier einfach mal zu Ende. Und das ist auch rechts und links zu, ne? Dann ist hier seine schöne Burg und da geht's nach Metallfelder, glaube ich. Ah, hier geht aber noch ein Weg ab. Den bin ich, glaube ich, noch nicht reingegangen. Aber der sieht auch sehr sackgassig aus. Aber waren wir hier schon? Das kommt mir nicht bekannt vor. Doch. Vielleicht ist hier auch wieder irgendwo im Zaun eine Tür, die ich einfach übersehen habe. Nee, Sackgasse, das gibt's doch nicht. Ach, Chat, ihr seid aber auch keine Hilfe. Es ist bis jetzt das erste Mal, dass wir so Schwierigkeiten haben, ne? So mit der Orientierung, das hatten wir bis jetzt noch nie. Dann gehen wir jetzt nochmal hier rein. In das Anwesen, nenne ich das jetzt mal. Aha. Loot vergessen. Loot is good. So, und dann gucken wir, ob hier irgendwo im Zaun eine Lücke ist. Wo wir noch raus können. Kann es sein, dass wir hier noch Loot vergessen haben? Weil hier so viele Apparate und so sind. Was man versuchen könnte, was wir auch noch nicht gemacht haben. Hier ist halt die Tür zu, ne? Die hatte ich ja einmal aufgemacht und dann haben wir gegen diesen Lux verloren. Aber ich glaube, das war eine Sackgasse. Also es kann jetzt nicht sein, dass wir die Tür öffnen müssen, um weiterzukommen. Ich gehe jetzt mal kurz hoch und versuche nochmal diesen Boss anzusprechen. Vielleicht können wir mit dem Krach anfangen. Ich weiß nicht mehr, was der für ein Level war. Aber der dürfte ja jetzt nicht mehr so hoch sein. Dann luchsen wir dem nochmal den Schlüssel ab. Und gehen da hinten rein. So, erstmal kurz umschauen. Ah, es fuchst mich jetzt, dass wir ein Level da nicht begehen können. Och nee, man kann bei dem nichts machen. Scheiße. Okay, das ist echt blöd. Jetzt steht da oben 3 Zuschauer. Wir werden aber keine neuen Zuschauer angezeigt. Prost. So, was mache ich denn jetzt? Hier rumeiern habe ich auch keinen Bock. Dann gehe ich halt, porte ich halt in die nächste Karte. Krockhöhle haben wir durch. Dann geht's halt jetzt nach Himmelsspeer. Dann holen wir uns jetzt die Trachtprügel ab unseres Lebens.
Oh, wie ärgerlich. Kann doch nicht sein, dass man ein Level nicht finden kann. So. Speichern. We're getting close to Hammond. You'd think there'd be more ghouls around here. You shouldn't let our guard down. Okay, erstmal die Grenzen abgehen. Göteborg. E6. Was war das denn? Ach so. Aha. Oh, was ist das denn? Oh, 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 oh. Was sind das? Was sind das? Was sind das? Für Dinge? Fliegende Roboter. Die hatten wir aber auch noch nicht. Wow. Okay. Interessant. Fliegende Roboter. Prozent ist natürlich zu wenig. So, Bormin, dann geh mal hin. Die können bestimmt Hilfe rufen, gehe ich mal davon aus. So, wir schießen dem erstmal eins vor den Bug. Okay. Magnus wurde beim Schleichen entdeckt. So, Magnus, du hast 25% Crit-Chance. Kurz mal angeprutzelt. Bin langsam echt mega müde und würde mich daher auch mal verabschieden. Wünsche dir daher noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Fiona, ich wünsche dir was. War schön, dass du da warst. Eine grusame Nacht und grüezi in die Schweiz. I'm the hero. You're the zero. Okay, der ist down und sein Kumpel hat uns anscheinend nicht bemerkt. Dann holen wir den auch gleich vom Himmel. Come on. Mist, ich hätte abspeichern sollen. Das ist eigentlich ganz einfach erklärt. Erstens, ich bin Stufe 53, die sind Stufe 35. Zweitens, Faulheit und drittens habe ich meine drei Kompagnons mittlerweile so geskillt, dass die eigentlich keine Deckung mehr brauchen. Der einzige, wo Deckung noch Sinn macht, ist der Magnus, weil er ein bisschen weniger HP hat. Ne? Der hat hier nur 11 im Gegensatz zu 16 und 17. Und mit dem gehe ich ab und zu mal in Deckung, weil der auch aus der Deckung mehr Crit-Chance hat. Aber mit den anderen beiden, die sind halt Tanks, da brauche ich das nicht. Die haben mittlerweile so fette Rüstungen an, die absorbieren so viel Schaden. Das ist nicht mehr notwendig. Ja. So, ich wollte aber... Genau, ich fange mit ihm hier nochmal an. Hallo? Achso. Zack, das brutzelt ganz schön rein mit 11. Faro. Sorry. Faro hat nur 50% Trefferchance. Das geht natürlich nicht. Gehen wir näher dran. Patz.
Okay, da hinten sind so drei Punkte am Horizont, die so bedrohlich ausgesehen haben. Da ist bestimmt so ein Riesenteil. So, Bomben. Fick den weg, den Homo-Fürst. Bam, weggestrahlt. Ey, die Strahlenkanone ist echt cool. Die macht richtig schön Schaden. Oh, und wir haben schon wieder ein Level up. Alles klar, dann schauen wir doch mal. 15 Punkte. 16 bräuchten wir. Das ist natürlich schade. 4 Punkte, damit kann man nicht viel anfangen. Ah, das hier will ich, ne? 7 Punkte brauche ich. Oh, ne. Das hier kann ich nicht ersetzen. Wir haben jetzt gelernt, dass man von denen, die gleiche Form haben, immer nur eins einsetzen kann. Das heißt, ein quadratisches, ein sechseckiges und ein rundes. Das Prinzip habe ich leider erst sehr spät begriffen. Das heißt, wir gehen auf eins der beiden als nächstes. So, was hast du? 2 Punkte, das bringt auch nichts, ne? Okay, dann lassen wir das. Kein Aufleveln. So, Freunde der Sonne. Da vorne waren diese bedrohlichen 3 Punkte im Nebel zu sehen. Ah ja. Da ist nochmal so ein kleiner und nebendran steht ein großer. Ist halt die Frage, ob die hier defekt sind oder ob die sich in Bewegung setzen, wenn es hier abgeht. So, ich würde sagen, du... Ja, das ist jetzt so eine Situation. Da würde ich, glaube ich, ihn hier hinstellen. Verteilen drücken, dann würde ich sie... Weil ich halt nicht weiß, ob die großen Dinger da irgendwas machen. Deswegen gehe ich jetzt mal auf Nummer sicher und stelle mich so ein bisschen an die Deckung ran. Und dann schauen wir mal, was passiert. Schön, dass Bomben sich an die Seite gestellt hat. So, dann würde ich sagen, wir hätten speichern sollen, das ist das erste, was ich sage. Das zweite, was ich sage, der hat 30 HP, das ist ziemlich viel. Ich habe 100% Trefferchance. Ich schieße aber zweimal. Okay. Der zweite ging leider daneben. So, Magnus, du machst hier den Einsteiger. Mit 11. Das heißt, er hat noch 9. Das müsste Pharaoh eigentlich schaffen, wenn sie dicht genug dran ist. Oh, 100% Crit-Chance. Ast rein. So viel zum Thema Verstecken. Was mich ein wenig wundert, dass die Dinger keinen Schrott droppen, weil das würde doch bei so Roboterviechern voll Sinn machen. Achso, wir speichern mal kurz ab. Und wir machen eine Sache. Wir ändern eine Kraft bei der Pharaoh. Und zwar machen wir hier das rein, um Maschinen ausschalten zu können. Weil wenn das hier alles so Elektroniker sind, macht es bestimmt Sinn, wenn man das dabei hat. Schön, dass hier so gar nichts zum Looten ist. Hm.
So. Sorry, Frosch im Hals. Ey, hier gibt's überhaupt kein Loot. Das ist total verdächtig. Aha, da drüben gibt's eine Kultland. Ach so, von da komme ich, okay. Dann gehen wir jetzt links rum. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich es heute fertig kriege. Ich glaube nicht. Es sind ja nur noch anderthalb Stunden, maximal zwei Stunden Zeit. Up ahead. That building is the spear of heaven. Okay, da kommen wir aber auf jeden Fall der Sache schon näher. Das erste Mal Loot gefunden. Schade, dass man die Kamera nicht hoch machen kann. Ich würde den Spear of Heaven gern sehen. Den Kölner Dom, der hier irgendwo steht. So, jetzt sind wir auch schon da. Da stehen Grabsteine, sehr beruhigend. Okay, Gegner. Licht aus. Ein Sektenjäger. Kein Insektenjäger, sondern ein Sektenjäger. Ein Sektenschlechter. Der hat nur 14 HP. Den könnten wir eventuell sanft rausnehmen, bevor uns jemand sieht. Achso, der Jäger sieht uns aber. Warte mal kurz. Dann machen wir so. Ach so, nee, Moment. Ich wollte ja testen. Naja, nee. Wir machen das so. Wir warten, bis der nah genug kommt. So, dürfte reichen. So, der Sektenjäger hat 24 HP. Bam, 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 bam. Dann täte ich sagen, bomben. Oha, da drüben ist noch einer. Ein Panzer. Den haben wir auch gleich am Hals. Das gilt es zu bedenken. Dann wäre es vielleicht doch besser, hier auf die Gedankenkontrolle zu setzen. Und den Jäger zu übernehmen. So, Bormann, du gehst jetzt mal hier hin. Ja, du wirst gesehen, das war klar. Dann knockst du mir den aus. Zack. Dann übernimmst du den Jäger. Okay, der Jäger gehört uns. Dann nehmen wir Faro. Und schießen mit ihr. Erstmal mit dem Schalldämpfer, weil der Panzer da drüben hat uns anscheinend noch nicht gehört. Auf den am Boden liegenden. Und der Jäger nimmt den für uns raus. Okay, das hat der Panzer gehört. Und noch ein anderer. So, dann warten wir, wer kommt. Scheiße, der ruft natürlich Kollegen. Holy shit. Okay, der ruft so einen riesen Mech. Okay. Okay. Alles klar. Okay, Sektenpanzermann. Dann würde ich sagen, ich brenne dir direkt eins auf den Pelz.
Bang, bang, bang. So, Magnus. Magnus, mein lieber Magnus. Du gehst mal kurz hier in Darkness. Schwache Deckung, naja, besser als keine Deckung. Dann brennst du dem mal ordentlich eins auf den Pelz. Stay away from me. 8 Schaden. Pharaoh. Du wechselst mal die Knarre. Und gibst dem richtig böse eins vor den Latz. You don't know who you're messing with. Come get some. Cool, gekrittet. Der hat nicht mehr viel. Gegner ist am Zug. Okay, der flüchtet. Zurecht. Und schießt auf seinen eigenen Mann. Sehr gut. Gute Entscheidung. Der schießt auf Bormen. So, was macht der Dicke? Der Dicke macht mir Angst. Flammenwerfer, okay, das ist neu. Hatte ich bis jetzt noch nicht. Okay, der macht gut Schaden. Das ist aber nicht so schlimm. Pharaoh. Du setzt uns das Mistvieh mal außer Gefecht. Okay, der ist 2 Runden down. Das genügt hoffentlich, um die Ads zu loszuwerden. Wo ist denn der... Achso, der andere ist ja weggelaufen. Der andere ist weggelaufen. Das heißt, wir schießen auf den Sektenjäger. Da habe ich aber nur... Warum habe ich da so wenig Trefferchance? 75%. Ich komme aber auch nicht besser ran. Okay, egal. Schön in den Rücken gefeuert. Wo liegt Bormen? Okay, der schießt auf Bormen. Der Sektenjäger geht in Deckung. Die schießen alle auf Bormen. Okay, Bormen ist nochmal am Start. Okay, Pharaoh, bei dir ist ganz klar, du schießt uns das Ding hier vom Himmel. Sehr schön. Das ist am Brennen. So, Bormen, was kannst du tun? Ja, du nimmst uns den raus. Sehr gut, so. Dann bleibt Captain Magnus. Der läuft mal eben darüber. Und übernimmt den Sektenjäger, wenn der in Reichweite steht. Nein, steht er nicht. Schade. Dann geht er auf Overwatch. Okay, wir warten ab. Alle schießen auf Bormen. Okay, ich glaube, der Panzer hat ja gebrannt und der war jetzt nicht mehr am Zug. Ich glaube, der ist gestorben. Mir werden auch nur noch 2 Gegner angezeigt. Ich glaube, der ist verreckt. Dann schauen wir mal. Wir haben 75% Trefferchance. Geil, Omat, das hat gereicht. Sehr schön. Und jetzt haben wir nur noch den blöden Insektenjäger da. Keine Trefferchance. Keine Trefferchance. Egal wo ich hinlaufe. Ah, doch, hier wird's. Hier komme ich zumindest auf 25%. Dann versuchen wir das. Schade. So, Bormen. Du könntest aber auch ohne Trefferchance einfach zu dem Typen hin. Nein, es reicht nicht. Okay. Schade. Dann gehst du auf Overwatch.
Okay, Magnus. Du gehst hier hin und ballerst den weg. Der kann doch nix. So, gib ihm. So, Faro. Wie sieht's aus? 50%, das reicht doch. Bam. Weg ist die Sau. Ach, schön, ey, wie wir die hier wegfetzen. Geil. So, Licht an. Plündern. Sechzehn Waffenteile hat das Riesending getroppt. Das ist natürlich nett. So, dann gehen wir mal da hoch. Hier oben liegt nichts. Ja, der ist tatsächlich verbrannt, der Typ. Sehr gut. Ah, Abspeichern nicht vergessen. So schön, wie wir hier durchgefegt sind. Obwohl die so einen fetten... Zurück! Den hatte ich übersehen. Okay, den können wir versuchen von hier unten zu holen. So. Dick. 50% Trefferchance ist ein bisschen dünn. 75. 80% Crit-Chance. Und rechts stehen zwei Pyros. Okay. Okay. Nicht getroffen. 50% Trefferchance. Das ist natürlich zu wenig. Gucken, ob wir den rausnehmen können. Oh ne, das darf ich nicht, anscheinend. Ein Crit ins Gesicht. Trefferchance. Ey, das gibt's doch nicht. Ja, High Ground ist echt Riesenvorteil. Okay, noch hat uns keiner gehört, aber jetzt werden die uns natürlich hören. Ja, der ruft die. Sehr klar. Der will ja nicht einsam sterben. Okay, da kommen insgesamt 5 oder 6 Gegner. Kardinal Hansen. Scheiße. Sektenjäger. Sektenschlechter. Und ein Pyro. Der dürfte unser größtes Problem sein. Genau. Das habe ich befürchtet. Oh, und noch einer. Very unangenehm. Und noch ein Jäger. Okay, da sind einige Gegner unterwegs. Dann werde ich jetzt gerade mal mit ihm hier rüber gehen. Mal kurz schauen, ob ich mit dem Molly hier... Ah, die haben nichts in der Hand. Solange die keine Mollys in der Hand haben, bringt das natürlich nichts. Dann beschieße ich die erstmal. So. Dann Faro. Du kannst den auf jeden Fall ausschalten. Say my name, Jizzwipe. It's Faro. Sehr schön. You're earning your scrap, kid. So, Bormann. Du gehst hier rüber.
und schießt, glaube ich, auch auf den Pyro einfach. Oder kannst du einen von denen ausnocken? Nee, die stehen zu weit weg. Okay, wir schießen auf den, hoffen, dass wir kritten. Wir haben gekrittet. Okay, einer ist down. Oh wow. Was tut der? Was hat er getan? Der hat so einen komischen Move gemacht, aber es ist irgendwie nichts passiert. Okay, der Pyro geht in Deckung, holt einen Molly in die Hand. So. Wer hat denn jetzt geschossen? Ich dachte, ihr seid schon fertig. Okay, wir entspannen uns. So. Bormann. Deine Fähigkeiten brauche ich eventuell. Und seine aber auch. Der hat aber einen Molly, ne? Ja. Wir versuchen ihn hier in Brand zu stecken. Das hat leider nichts gebracht. Okay, wie viel Trefferchance hast du auf den? 75 Chance gehabt und vorbeigeschossen. Das ist natürlich hervorragend. So, Bormann, wie sieht's bei dir aus? Du hast auch 75%. So sind es nur 50, aber 2 Schuss. Machen wir mal das. Ich habe ein bisschen Angst vor diesem Kardinal. Ja. Pyro Nummer 3. Molly Nummer 3 natürlich. Okay, Faro. So, Bormann. Du musst jetzt mal kurz nachladen. Du könntest den Schlechter rausnehmen. Nur 25% auf den anderen. Ja, dann schieß auf den Schlechter. Bullseye. Der brennt. So, Magnus. Auf dich kommt's jetzt an. Du könntest den rausnehmen. Du könntest den anschießen. Du könntest aber auch... den Pyro übernehmen. Oder einen von denen hier übernehmen. Den hier wäre doch cool. Der spielt jetzt in unserem Team. So, Faro. Du nimmst jetzt erstmal den raus. Aber wieso hast du nur 25% Trefferchance? Das ist natürlich doof. Guck mal, du gehst hier hin. Dann... Ah, der ist leer. Dann nimmst du den halt raus. So, der Sektenjäger brutzelt jetzt mal den hier an. Okay, der kann Kugeln fangen. Gut zu wissen. Autsch. Okay, so. Der Sektenpyro ist immer noch ein massives Problem, der muss da weg.
So, der Pyro ist erstmal down. Magnus. Und 0% Trefferchance auf den Pyro. Okay. So, wir verlagern den Kampf ein wenig. Sehr schön. Ich hoffe, dass der sich zurückzieht irgendwie. So, dann stellen wir ihm seinen Typen da zur Seite. In der Hoffnung, dass er ihn nochmal angreift. So, jetzt bin ich gespannt. Do not resist. Let Scheiße, der hat die Pharaoh übernommen. Ist mir bis jetzt noch nie passiert. Mal sehen, wie schlimm das wird. Oh, okay, sie hat auf den Jäger geschossen. So, wie sieht's aus? Also hier haben wir den Jäger. Der Pyro liegt noch am Boden. Wir nehmen den Pyro raus. Scheiße, der Pyro brennt, das heißt, ich brenne 3 Runden lang. So. Wir übernehmen. Den hier. Der hat sich leider nicht übernehmen lassen. Jetzt haben wir eventuell ein Problem. Overwatch. Okay. Ich glaube, ich muss jetzt mal langsam mit dem Heilen anfangen, weil sonst kriege ich ein Problem. Ich würde sagen, ich heile mal Bormann. So, dann habe ich hier 50% Trefferchance. Das ist natürlich blöd. Ich habe Magnus geheilt statt Bormann. Ich bin auch so ein Vollidiot. Okay, egal, dann heile ich jetzt Bormann. So, Bormann. 25% Trefferchance. Naja, wir versuchen es trotzdem. Keine Trefferchance. Sehr schön. Einer weniger. Oh, der kann aber weit laufen, ey. Overwatch. Oh, wieso ist denn der Pyro wieder am Leben? Hat der Boss den wiederbelebt? Ich bin verwirrt. Könnte ich den mit einer Granate treffen? Kostet mich halt 2 Punkte. Ich weiß nicht, ob ich das bereit bin zu riskieren. Ja, Pharaoh schießt vorbei. Sehr schön. Guten Morgen. Oh ne, der blockt ja. Hab ich vergessen. Heißt aber ja nicht, dass er alles blocken kann. Yes.
Jetzt brennt er zumindest mal. Ja, dann cast mal down. Oh, der nimmt die Pharao raus. Glaube ich. Ja. Die hat noch einen Trefferpunkt. Jetzt wird's eng. Okay. So, Pharao. Du gehst darüber und labst dich an dem Toten. Heilst dich auf. Die Fähigkeit ist so geil, vor allem weil die HP komplett regeneriert. So, Magnus, du gehst hier rüber. Oh, du hast keinen Schuss mehr. Ah, doch, in der Waffe. Du gehst hier rüber. Ah, ne, Bormann ist das. Und brennst dem einen auf Pelz. Der Kardinal ist down. Damit ist schon meine größte Sorge. Du kannst keinen treffen von da, ne? Das heißt, du lädst nach. Gehst auf Overwatch. So, jetzt. Das dürfte jetzt aber locker machbar sein, nachdem der Boss weg ist. Und Pharao bei 100% ist. So, der Sektenpyro nervt hier hinten immer noch rum. Gehen wir jetzt mal auf den zu. 50%, 50%, 50%. Besser wird's nicht. Ah, wir können aber hier rein. Hehehe. Okay, wir gehen da rein. Ballern ihm mal so einen Crit vor die Nase. Bam, da hat er nur noch ein HP. So, Pharao, du darfst jetzt das gleiche mit dem hier machen. I'm the hero, you're the zero. Bam, der ist down. Sehr schön, blutet alles voll. Bormann, wie sieht's aus? 25% Trefferchance ist ein bisschen dünn. Wie wär's, wenn du andersrum gehst? 50% ist ein bisschen besser. So, du hast aber nirgendwo mehr einen Schuss drin, ne? Erstmal nachladen. So, der Pyro ist am Zug, der wirft auf den Bormann. Das macht nix, der kann das noch ab. So, und jetzt gib ihm. Geklärt, die Nummer. Oh, schön. Schön, schön, schön. So, Pharao, dann geh du mal einsammeln. Waffenteile. Waffenteile. Schrott. Look at this thing. Like there's a building under our feet. Okay, also gibt's hier wohl einen Zugang in die Unterwelt. So, wir gehen kurz hier hoch. Aha, da vorne sehe ich auch schon einen Zugang. Defekte Waffe. So, hat hier noch jemand was fallen lassen? Okay, hier waren wir ja noch gar nicht, ne? Das müssen wir dann auch noch klären, bevor wir in die Kirche reingehen.
Da ist ja noch ein Gegner. Come on. Kurz mal abspeichern. Oh, Licht aus. Ein Sektenjäger und ein Sektenschlechter. Oh, da geht's gleich weiter. Komm. Nicht hängen bleiben. Hallo. Zurück. Mann, wie knapp. So. Der bleibt jetzt stehen und dann holen wir uns den. Das reimt sich und was sich reimt, ist gut. Ah, stopp. Junge, bleib stehen. So, Faro. Schalldämpferwaffe. Näher ran. So, der hat uns gehört. Nützt dem nix. Batz, schön gekrittet. So, das gleiche gilt für dich, Bormann. Randa. Marciana, den Sevilla. Batz, weg mit dem. Sehr schön. So, das war das. Immer schön speichern. Es kann so schnell vorbei sein in dem Spiel. Lieber einmal zu viel speichern als einmal zu wenig. Get over here. So, dem Jäger wird jetzt dieselbe Behandlung zuteil. 24 HP. Erstmal schauen. So, Faro. Gib ihm. What do you think about that? Woman. Donut. Stupid. Not gonna warn you again. I'm the hero, you're the zero. You finally figured out how to use that thing. Sehr gut. Stufe 60. So viel zu dem Thema. Bei Stufe 50 ist das Spiel vorbei. Was ich vorher gedacht habe. Can't for the life of me figure out what these rocks are for. Es lohnt sich immer nachzuschauen, was hier in den Ecken ist. Ist auch noch Schrott. Okay, hier waren wir schon. Gott. Jeder noch so kleine Kampf ist immer ein Stück weit Aufregung, weil man nie weiß, was einem erwartet. Wie vorhin, zwei Gegner gesehen, einen angeprezelt und auf einmal waren es 7, 8 Gegner. Das ist schon witzig, wie das manchmal geht. So, hier speichern wir nochmal, bevor wir in die Kirche reingehen. Finde ich jetzt extrem ernüchternd, muss ich sagen, dass man sich den kompletten Weg hier hoch macht, aber halt nichts zu holen ist. Ja, das ist doch total blöd.
Und auch blöd finde ich, dass es keine Herunterklettern-Mechanik gibt, sondern man muss runterspringen. So, wir schauen noch mal kurz in die Ausrüstung, bevor wir weitergehen. Da fehlt nämlich ein Molotow. So, und wir haben neue Mutationen. 8 Punkte bei Magnus. Nein, das reicht nicht. 21 Punkte bei Kollegin Schnürschuh. Das heißt, wir hauen einen Trefferpunkt drauf. Und können jetzt noch das machen. So, Bormann 10 Punkte. Der kann jetzt endlich eine von den zwei machen. 25% Waffenreichweite oder Sporenwolke. Erleidest du Schaden, gibst du Rauch ab. Dein Körper ist mit Pilzsporen bedeckt und jeder gute Chronist, der seinen Grog wert ist, wird dir bestätigen, das ist echt übel. Sobald du irgendwas in deine infizierte Haut sticht, stößt die Wolke aus Sporen aus, die deinen Gegnern die Sicht nimmt. Gut, was? Dummerweise siehst du selbst aber auch nichts mehr. Und das ist der Grund, warum ich das nicht nehmen wollte. Wir nehmen die Waffenreichweite und Scheiß drauf. So. Kann nur gut sein. Was war jetzt mit ihm? Ah, der hat nur 8 Punkte, deswegen sparen wir uns das auf. Und das hier macht bei ihm auch keinen Sinn. Das heißt, wir gehen definitiv auf den Trefferpunkt. Weil wir brauchen die Fähigkeit hier. Doppelter Crit bei Schüssen aus Versteck. Ist auch sexy, aber ich gehe lieber auf die Lebenspunkte. So. Dann gehen wir weiter. Und rein in die Church. Take me to church. So, erst noch hier schauen. Dass wir nichts vergessen haben. Aber auch hier tote Hose. So, wie sieht's eigentlich kartentechnisch aus? Okay, eventuell das Weltenende. Klingt ja ziemlich nach Endgame. Ich ärgere mich immer noch, dass wir es nicht geschafft haben, hier drüben reinzukommen in die Zone. Weil wir den Scheißweg nicht gefunden haben. Ja, da gehen wir gleich hin. Interessant, dass die Kiste hier schon offen ist. Ah, da ist aber noch eine. Neue Rüstung. Ich bin gespannt. Erhöht Granatenschaden um 2. Ist total unnötig. Brauchen wir nicht. Auch geil, dass sie hier so viele Raketen einfach gelagert haben. Okay, dann gehen wir jetzt dem Endgame entgegen. Schade. Speichern. Ist jetzt die Frage, zurückporten zur Arche und Medikits kaufen, weil ich habe nur noch 4. Gegebenenfalls noch eine oder andere Waffe upgraden. Stufe 2, Stufe 3. Stufe 3, Stufe 3, Stufe 3, Stufe 3. Also die hier. Nee. Die hier könnte man noch auf Stufe 3 bringen. Ich glaube 60 Punkte reichen dafür. Könnte man theoretisch noch machen. Und für den Rest der 298 könnten wir Medikits kaufen. Ich glaube, das machen wir. Das kann keine schlechte Idee sein. Aber wir gehen trotzdem erstmal rein. Damit wir dahin porten können, weil ich will nicht den ganzen Weg nochmal laufen. Wir sehen gleich das Ende. Ich bin ein bisschen aufgeregt. War ein ziemlich weiter Weg bis hierhin. Oh, und es ist ein absolutes Dungeon. Okay, so. Bevor wir ins Dungeon gehen, nochmal zurück zur Arche. So, dann habe ich gesagt, Bastelstube.
ethics boss was my dad, and my dad just died. So now you're stuck with me. What do you want? Die Knarre auf 3 bringen will ich. Zum Zerlegen haben wir nichts mehr. Wir gucken gerade mal ein, zusätzlicher Crit, 100% Chance zurückzuwerfen, finde ich eigentlich Schwachsinn. Da nehmen wir lieber 2 zusätzliche Crit oder robotische Gegner deaktivieren. Ne, wir nehmen 2 zusätzliche Crit. Warte mal, was haben wir hier noch? Größere Waffenreichweite. Was habe ich hier noch anzubieten? Das erhöht den Crit, aber erniedrigt die Reichweite. Ne, das macht keinen Sinn. So, dann haben wir hier den Bummstock. Was ist hier drauf? 15% Crit. 2 Crit. Was ist hier drauf? Robotische Gegner deaktivieren. 30% Reichweite. Schwierig. Die Rambinio hat 15 Crit. 50% Chance, Gegner zu verbrennen. Gegner verbrennen. 15 Crit. 15 Crit. Ja, nee. Brauchen wir nichts mehr machen. Dann gehen wir kurz zu Irina. Iridia. Welcome. Ja, moin. If you want zone gear, I've got it. Okay, du hast hier was Interessantes. 15% Crit und 30% größere Reichweite. Das ist ganz cool, aber brauchen wir jetzt nicht. Die Waffe wäre interessant, aber die kostet 480. Ich glaube nicht, dass wir so viel noch zusammenkriegen. Deswegen kaufen wir uns jetzt für unser Geld Medikits. Lieber zu viele Medikits haben und nicht verbrauchen, als zu wenige haben. So, 10 Stück ist doch ein guter Wert. Later Gator. So, wir gehen noch mal ganz kurz horchen, was der Älteste sagt. Don't be shy. Come in. Das war's. Okay. Normalerweise hatte der immer einen Der hatte sonst immer einen guten Spruch für uns parat. Aber jetzt, wo wir kurz vorm Endgame sind, schweigt er sich aus. Sehr merkwürdig. Der hat wahrscheinlich auch die Buchse voll. Und ich auch gleich, das Bier treibt. Naja, zu meiner Verteidigung. Ich habe einen halben Liter Energy und ein Bier. Das drückt natürlich auf die Blase. So, dann würde ich sagen, hier speichern. Und dann geht's los. Wir sind unter der Kirche. Hier liegt ein Chinook-Hubschrauber. Sehr merkwürdig. Ja, da kann man was untersuchen, aber ich denke, dass das was triggert. Ich würde gern vorher, ah, da hinten geht der Weg weiter, okay. This is like the one you told me about, right? But only cleaner and filled with grub. Nova Command Center. Ah ja. Geil, auch hier mit dem Teppich ausgelegt. Oh, hier ist voll das Labor. Labor mit Zeug drin, aber keine Gegner.
So, Waffenteile, die wir nicht mehr brauchen. Ah, die Tür öffnet sich noch. Notiz. Okay, von dem Ingmar Edison haben wir ja schon ein paar Notizen gehört und da geht es immer wieder um einen Patienten, der Plutonia heißt. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es sich dabei um den finalen Boss handelt. Und ja, da wird auch immer wieder eine schreckliche Waffe geteased. This star. This is the star in my memories. Okay. Sie hat Erinnerungen an den Stern. Okay, da vorne geht was ab. Mach mal mein Licht aus und speichere nochmal ab, damit wir den Weg nicht nochmal laufen müssen. Huh, ich hab Schiss in der Buchs, muss ich ganz ehrlich sagen. Mama Enclave. The name of an ancient tribe, I think. Okay, das sieht schwer nach Atombombe aus. Okay. Have you seen anything like this? It doesn't look good. So, da vorne liegt eine Notiz. Was mich ein bisschen wundert, dass wir noch nicht auf Gegner gestoßen sind. Das deutet auf einen riesen, miesen Endbosskampf hin. Ich bin gespannt. Ich klicke jetzt die Notiz bewusst noch nicht an, weil ich davon ausgehe, dass die eine Cutscene. Witzig, dass die hier auch Essen haben und so. Also es ist ja hier Endzeitstimmung und alle sind am Sterben. Aber die haben Futter. Hey, that looks like bombing. Oh crap. Das Schwein sieht aus wie bombing. Okay, wir sind gleich einmal außen rum. Ja, hier ist keiner. Ich gehe mal davon aus, dass es sowas Typisches ist. So ein typischer Hinterhalt. Wir triggern jetzt hier gleich was. Dann geht entweder morgen die Bombe hoch oder die Türen fallen zu und es kommen ganz viele Gegner rein und dann geht hier der Punk ab. Ich frage mich nur, ob ich vorher nochmal pinkeln gehen soll. Ich glaube, wenn ich merke, dass der Punk abgeht, gehe ich dann pinkeln. Okay, das heilige Buch der Rep plus 1. So, dieses überaus lehrreiche Buch. How things work. Haman spoke of such a book. This was placed in such a way that indicates the Nova Sect held it in high regard. Airplanes and how they fly. Looks like a bunch of old nonsense to me. Better leave this stuff to the Chroniclers. Okay, jetzt mal ernsthaft. Das kann's ja nicht gewesen sein. Ach so, okay, wir sind am Weltenende. Was müssen wir tun? Ich dachte, das triggert irgendwas, wenn wir hier die Notiz ein.
Dingsten. Aber irgendwie tut sich hier gar nichts. Habe ich irgendwas übersehen? Kann man vielleicht doch näher an die Bombe ran? Nee. Die Bombe pulsiert so komisch. Also hier bin ich drauf und habe das Ding geholt. Die Glocke funktioniert nicht. Sind das hier Türen? Das sind Türen! Holy shit! Okay. Ich mache eine Pause. Ich speichere hier kurz. Und gehe mal auf die Toilette. Und dann geht's weiter mit dem fantastischen Ende von Mutant Year Zero Road to Eden. We'll be right back. Bleiben Sie dran. So, wieder da. Jetzt ist die Frage, mit welcher Tür anfangen? Ach, bin ich jetzt erleichtert. So, man kommt hier die Treppe runter. Ich glaube, das
many beds. Where did all the people go? Na, hier gibt's aber gut Loot. Ah, I like surprises. Oh, Kommandoweste. Absorbiert Explosionsschaden und erhöht die Wurfreichweite. Hat 6 Trefferpunkte und 3 Rüstungen. Da der Krieg eine der beliebtesten Freizeitaktivitäten der Altvorderen war, haben sie zahlreiche interessante Waffen, Geräte und Rüstungen entwickelt, um diesem Umstand Sorge zu tragen. Diese Rüstung ist dafür ein gutes Beispiel. Sie besteht aus einem vergleichsweise leichten Material, das ihrem Träger allerdings vor Explosion schützen kann. Chronist Dentus. Wir schauen kurz. Immun gegen Sturmangriffe, genau, das war gut. 3-6. 3-3 hat seine. Immun gegen Elektrizitätsschaden allerdings. Und er hat 3-4. Und die hat keinen Perk, die Rüstung. Die sieht einfach nur cool aus. Dann schauen wir kurz, wenn wir die an uns nehmen. Absorbiert Explosionsschaden, ne? Und 3-6 ist halt eine Ansage. Das ist eine Ansage. Wobei es dann vielleicht echt besser wäre, wenn er die anziehen würde. Scheiß auf den Elektrizitätsschaden. Weil der hat dann endlich auch mal ein bisschen mehr HP, weil der geht mir einfach zu schnell down. Okay, cool. Und wir speichern wie immer ab. Wir speichern einfach bei jedem Furz ab. Ich habe einfach zu schlechte Erfahrungen gemacht mit Nicht-Speichern in dem Spiel. So, noch eine Tür. Da dürfte ein Gegner drin sein, wenn ich das richtig sehe. Oder nicht? Okay. That is creepy. Someone sowed mushrooms in these bodies. For what? Und Granate. Die haben echt viel zu fressen gehabt, die Jungs, ne? So, tatsächlich ist das nur, sind das nur 2 Räume hier. Einmal rein, einmal raus. Dann ist hier hinten wahrscheinlich der letzte Raum. Dann gehen wir erst auf die andere Seite. Da wird es wahrscheinlich genauso sein. Ich mache trotzdem die Taschenlampe aus. Falls da Gegner sind. Okay, ich sehe keine Gegner. Oh, noch eine Waffe. Come on. Let me see what's inside. Oha. GJR666. 11 Schaden. Kann Deckungen zerstören. Das ist ein fettes Teil. 11, 12, 20, aber nur ein Schuss. Nehmen wir mal mit. Gucken mal ganz kurz. 11, 16, 45. Könnte theoretisch diese blöde Armbrust ersetzen. Weil ist in allem besser. Ich nehme die mal mit. Dann hat er halt keine lautlose Waffe jetzt dabei, aber das ist okay. Hier in den engen Räumen werden wir eh nicht ungesehen irgendjemand angreifen können. Geckos Notiz. Gecko hat es satt, die alte Waffe zu polieren. Aber Gecko hat Befehl. Gecko hätte mit Lux gehen sollen, als er ihn bat, ihm zu helfen. Der Zone Licht zu bringen. Lux wäre ein netter Herr gewesen. Plutonia hat den Verstand verloren und Gecko verliert Lust am Leben. Morgen wird Gecko in den Schacht stürzen. Dann können sie den metallenen Phallus selbst polieren. Wiedersehen, Gecko, der Polierer. Okay, Plutonia hat den Verstand verloren. Aha, und hier ist anscheinend Plutonias Thronsaal.
You think these buttons make that weapon work? Bestimmt. Bestimmt, bestimmt. So, wir speichern kurz ab. Ja, ich weiß, die Speicherei nervt mich auch, aber... That's quite a chair. Probably belongs to the leader of the Nova sect. Can't wait to get my hands around their throat. Okay. So, der letzte Raum wartet auf uns. Oha. Da beginnt erst das. I feel Hammond's presence. He's near. He's weak. We need to find him now. I feel that weapon buzzing. Like it wants to go off. We need to find Hammond. Ja, da drüben ist er, man sieht ihn schon. Ich warte immer noch auf den Ambush, ne? Ich warte drauf, dass plötzlich irgendwelche Gegner auftauchen und uns das Leben schwer machen. So, wir versuchen trotzdem alle Zellen aufzumachen. Komisch, dass es hier gar nichts gibt, ne? Nichts zum Anklicken. So, und bevor wir mit Hammond reden, speichern wir natürlich auch nochmal ab. Für den Fall, dass... That's the guy you're looking for, isn't it? Looks like he needs saving. Shall we save him? Lustig, dass sie das sagt, obwohl wir ihn noch nicht gesehen haben. So, wir speichern kurz. Mal wieder. Schade, dass es kein Schnellspeichern-Taste gibt. So, Hammond. Hammond's barely alive when we find him. But we find him. We find him as a team. With Hammond, the Ark's heart can start beating again. We think our mission is complete, but Hammond insists on telling us a secret. A secret that rips a hole through the middle of my life. He tells us he's been to Eden. Yes, the Eden. The mythical place beyond the zone where the secrets to life are kept. He says Eden is a base for the ancients, who are very much alive and creating the mimer machines we've been seeing. He says the ancients do know the secrets to life, but not human life. Mutant life, me, Faro, Selma, Magnus. Our ears perk up. If ducks had ears, they'd perk up too. Us mutants don't remember jack about our pasts. We're walking amnesiacs. We wonder why some of us look like animals, and others have powers we don't understand. Finding out who we are sounds like the quest of a lifetime, or a very big mistake. There's a problem. Hammond tells us the Nova sect probed his mind, stole the location of Eden from his thoughts. They're headed there now, determined to unleash the power of the ancients and cleanse the zone, which means killing everyone inside the Ark. Our home. He says there's one chance to beat the Nova sect to the gates of Eden. Go through the Forbidden City, he says. It's a shortcut and the Nova sect are too scared to go through. That doesn't make me feel too good. Hammond begs us not to tell the Elder, because the Elder won't accept the truth. Our mission was a man. Now it's Eden. We have one final journey to save the Ark. But if us stalkers discover who we really are, will we want to come back? Okay. Das bedeutet, das war noch nicht das Ende. Wir öffnen die Karte. Mich nervt es, dass man nicht rauszoomen kann. Und sehen,
dass es hier Eden gibt und dass wir hier durch müssen. Das heißt, wir müssen, das wird wohl die verbotene Stadt sein, wir müssen diesen Ausgang dann doch finden. Anscheinend war dieser Ausgang vorher noch nicht frei. Der wird dann wohl jetzt frei sein, aber das machen wir nicht mehr heute. Das werden wir jetzt nicht schaffen, das dauert bestimmt nochmal 1-2 Stunden, vielleicht sogar länger, den Schauplatz zu clearen und dann nach Eden zu kommen. Und dann haben wir aber wirklich alles auf der Karte gemacht, bis auf dieses eine Fragezeichen hier. Aber es kann natürlich auch sein, dass es nur Deko ist. Ja, ich würde sagen, wir porten zurück zur Arche. Ja, wir porten zurück zur Arche. Gucken, ob wir mit den zwei Artefaktpunkten noch was anfangen können. Dann speichern wir ab. Wir haben ja jetzt auch fast 3 Stunden auf der Uhr. Das reicht dann für heute. Und dann schauen wir da das nächste Mal rein. Is complete, Stalkers. You returned Hammond safe and sound. Our machines will hum with new life. The Ark is forever in your debt. Thank you. My little birdies have told me. Hammond thinks the fabled Eden lies beyond the Forbidden City. And you are thinking of going through the city to get to Eden. Have I taught you nothing? There is no Eden. And even if there were, entering the Forbidden City is impossible. That is the city where the Red Plague started. The ancients in charge thought they could quarantine the people by building a giant wall that covered the entire city. It stands to this day, impenetrable. You should stay at the Ark and heal your wounds. No more adventures. Farewell. Remember your elder's guidance. Farewell. Remember your elder's guidance. So, off to Prip's bar. Hey, what do you say? What I say is this, erhöht den Granatenschaden. 10% Crit gegen mechanische Gegner. Das, würde ich mal sagen. Here's the swimming with bow-legged women. So, also wir gehen noch mal kurz in die Bastelstube. Nehmen hier mal die Dings raus. Wenn wir die zerlegen, kriegen wir nur 23 dafür. Das reicht nicht, um die hier abzugraden. Ah doch, das würde reichen. Dann schauen wir mal kurz, was wir ihr Gutes tun können. 20% mehr Reichweite. Die hat aber schon sehr viel Reichweite. 30% Crit. Ja. Erhöhen den Crit. 10% Crit nochmal drauf. Achso, nee, warte. 2 zusätzliche Crit und robotische Gegner zu deaktivieren. Ich weiß halt nicht, ob wir es mit Robotern zu tun bekommen, weil die Roboter ja eigentlich Eden beschützen. Aber 2 zusätzliche Crit ist schon geil. Was macht das hier nochmal? 20% robotische Gegner. Achso, das ist... Ne, 50% Roboter zu deaktivieren und das hier nur 20. Okay, dann nehmen wir doch das. So. Und dann zerlegen wir endlich diese blöde Armbrust, die ich eh nicht gern benutze. Yep. Dann machen wir das hier auf Level 2. Dann macht das nochmal mehr Schaden. Bam. Okay, nice. Bye bye. So, jetzt gehen wir ganz kurz nochmal hier rein. Gehen nochmal kurz auf ihn hier.
Wo war das? Schädelspalte, das habe ich nie benutzt. Achso, und hier kann man den elektrischen Schaden einstellen, okay. Ja, das ist schon stark und das hier ist auch stark. Es ist schwer, aber das hier lädt sich schneller auf. Macht viel Schaden und kann man eventuell lautlos benutzen. So, Faro ist fix. Das hier war unnötig. Da gibt es nur eins und das hier ist absolut lebensrettend. Bei Bormin, das brauchen wir auf jeden Fall. Run and Gun. Ja, das habe ich sehr selten benutzt, ne? Dieses zweimal feuern. Naja, benutze ich jetzt mit der neuen Waffe vielleicht doch öfter. Und die Reichweite. Okay, ganz kurz in die Mutation rein. 0 Punkte, 8 Punkte. Ne, können wir aber nicht sinnvoll einsetzen. Ja, okay. Gut. Dann würde ich sagen, wir speichern das Spiel. Legen das Pad zur Seite. And call this one a day. So, Freunde der Sonne. Dann würde ich sagen... Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es war mir ein Fest. Ja. Eventuell morgen direkt weiter, weil ich bin jetzt ziemlich angefixt. Wobei ich auch Bock auf Warzone hätte. Also ich bin da so ein bisschen... hin und her gerissen. Entweder spielen wir das morgen weiter oder wir spielen das nächste Woche. Ich habe Donnerstag und Freitag frei, das heißt theoretisch könnte man das Mittwoch oder Donnerstag zu Ende spielen, falls wir das morgen nicht machen. Aber ich denke, es könnte in der kurzen Session machbar sein. Zwei Level könnte man in circa 2 Stunden schaffen, je nachdem wie lange sich der Endkampf zieht. Aber ich rieche schon die Endluft. Ja, ich denke, das Ding ist bald fertig. Gut, meine lieben Freunde, ich würde sagen, ich verabscheue mich. Bis zum nächsten Mal. Wiederschauen und reingedingst.